Hallo und willkommen zurück zu Ilex. Wir werden dieses Mal den Bartox vielleicht töten, uns aber auf jeden Fall auf den Weg dahin begeben und hier dieses Ding noch platt machen. Das sollte mittlerweile ganz gut gehen, denke ich. Das machen wir hier, ein Rodelführer. Achtung! Der irgendwie festgefroren ist. Und da sind auch irgendwelche Bösen. Ich komme. Die sind jetzt auch nicht mehr ganz so stark. Oh, drei Stück. Das hat nicht wie geplant funktioniert. Die sind sich ganz gut am Vermöbeln. Shit, der läuft zu verrückt hin und her. Nam, 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 nam. Mein Typi ist wohl umgefallen. Na, die sind zu schnell. Ich den gleich suchen muss. Oh. Da ist noch. Der hat wahrscheinlich wieder reines Elex mit. Reines Elex erhalten. Der andere aber auch. Nice. Nicht schlecht. Okay, sonst ist hier aber gar nichts. Na gut. Dann gehen wir jetzt zum eigentlichen
Zielort. Moment, muss mal gerade hier. Zup. So. Ja, nehmen wir einfach mal den. Lass mich nur machen. So, eine Erfahrung. Autsch. Aua. Okay, vielleicht sogar noch von etwas weiter weg. Und vielleicht nicht direkt auf die Typen, die hier hinten stehen. Ja, der kommt. Einzeln. Ich greife an! Autsch. Das war die falsche Taste. Den hier wollte ich. Der kommt auch alleine. Wenn der einen etwas seltsamen Weg einschlägt. Kann sein, dass er sich in den Boden... Ja, das hat auch falsch gewirkt. Ich glaube, der ist halt einfach die Spielparameter quasi ignoriert und ist einfach in den Boden reingefallen. Mach dich bereit! Jumped. Ja, das frisst halt danach noch ein bisschen rein. Da drüben. Aua. Neben! Ich
wenn das nicht so hart den Dot noch haben würde, dann ginge es. Lass mich nur machen. Und damit bin ich tot. Da drüben. Gut, mein Begleiter lebt noch. Könnte funktionieren. Dafür bekommst du volles Pfund aufs Maul. Jo. Reines Elex. Zweimal reines Elex. Gewagtes Unternehmen, hier herumzulaufen. Hallo. Laufe weg. Mir gesagt, Waffe weg. Einmal reines Elex. Einmal reines Elex. Ich greife an. Ja, der war ein bisschen komisch drauf. Aber es kann auch sein, dass das war wahrscheinlich der eben in den Boden geflogen ist. Gewagtes Unternehmen, hier herumzulaufen. Mhm. Oh, Zettel, da steht wieder irgendeine Ziffer drauf. Eine 4. Ich glaube, ich habe die ganzen alten nicht. Mir müsste ich nochmal nachgucken, was das... Ah doch, da oben habe ich sie aufgeschrieben. 4. Aber die haben wahrscheinlich nichts zu bedeuten, weil ich da ja so ein Schild hatte von wegen Nummer 4 bitte melden oder so. Da sind noch ein paar. Kristallratte. Da drüben! Den machen wir Platz. Dann nehmen wir uns den hier auch noch vor. Ich greife an! Huh. Auch. Mach dich bereit! Na, das hat nicht so funktioniert. Ach shit, die Ratten auch noch mal.
Speichern. Da drüben! Mal trinken. Und da haben wir jetzt auch ordentlich Zeit. Mach dich bereit! Und dafür bekommst du volles Pulver aufs Maul! Reines Elex. Interessanter Sound hier. Gucken wir mal, ob wir da unten irgendwas finden. Ich glaube, hier bin ich aber auch schon mal gewesen. Naja. Da ist nix. Gut, dann kommen wir mal in den Konverter rein. So, und dann wird's wieder knifflig. Was? Da war was? So. Versuchen wir es mal hiermit. Das ist der Commander. Ist er umgefallen. Ha!
Quatsch, Quatsch. Ne, ich müsste zuerst gucken, dass ich den Nicht-Commander töte, damit ich mich zusammen mit dem anderen auf den Commander konzentrieren kann. Ist aber nicht ganz einfach, da jetzt auszumachen, wer der Commander ist. Das dürfte wieder der Commander sein. Das ist der Commander. Das war der falsche Trank. Einmal trinken. Ich greife an. Der ist wieder da. Sehr gut. Na komm. Autsch. Geschafft. Puh, hat einen Zettel. Eine 7. Aha. Okay, trinken wir nochmal. Sehr schön. Andererseits hätte ich den Trank vielleicht nicht brauen sollen, weil ich damit ja das ja auch brauche, um Waffen aufzuwerten. Aber naja, ich soll mal gucken. Jetzt habe ich schon wieder so viel Elex gefunden. Das sollte dabei auch helfen. Den Flammenwerfer kann ich da mal ausbauen. Autsch. Zettel. Und noch ein Zettel. Habe ich dann eben einen Zettel übersehen? 27. Ah, okay, da ist er. 12, ja, das ist 15. Die muss ich mir nicht alle aufschreiben. Jeder hat einfach einen Zettel mit einer Nummer. Ein Erlass. Um den Nachschub an Elex nach Xarkor niemals stoppen zu lassen, wird ein Sicherheitssystem eingeführt.
Da ist ein Komma zu viel. Der Elex-Konsum der Teilnehmer wird in jedem Fall aufrechterhalten. Jedem Teilnehmer wird eine individuelle Kennziffer zugeordnet. Alle Teilnehmer haben ihre Nummer stets bei sich zu tragen und sich bei Aufforderungen zu identifizieren. Nicht alle Tanks des Konverters befüllt, wird eine Nummer ausgewählt und der Teilnehmer dem Tank übergeben. Aha. Und hier ist Schluss. Na gut. Ja, und hier könnten wir halt dann das Dingen deaktivieren und damit wahrscheinlich die Hauptquest weiterführen. Das will ich aber noch nicht. Na gut, dann hätten wir das. Was ich aber noch machen will, ist dann von außen oben drauf zu springen. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Das Risiko, getötet zu werden, ist hier besonders hoch. So. Das ist natürlich schon hoch. Ja, aber ich werde mal versuchen, da hochzukommen. Bergsteigen. Ah, okay, das sieht aus, als wenn das. Als wenn das schräge wären. Das sind aber keine wirklichen. Für mich, das ist. Das sind keine geraden, sondern das sind schrägen. Das heißt, dass man da vorne drauf müsste. Der nächste Schritt könnte dann aber etwas kompliziert werden. Gucken wir nochmal, ob das hier geht. Ja, sehr schön. Damit sind wir schon recht hochgekommen. Da vorne könnten wir hin. Ob mir das jetzt was gebracht hat, weiß ich nicht. Ne. Da kann man nicht zwischendurch drauf landen. Jo, weit ist es nicht mehr. Da müssten wir hochkommen. Und dann sind wir auch schon fast da. Look. Klopf, klopf.
Ah, das sieht doch interessant aus. Aua, da konnte ich meine Düse nicht anwerfen. Aha. Gab's sowas wie EMP-Granaten? Ich meine schon mal sowas gesehen zu haben, aber bin mir jetzt auch nicht sicher. Vielleicht, wenn man das Ding ausgeschaltet hat, dass man dann hier hoch muss. Dass es dann auch aufgeht oder so. Die Tür beispielsweise, da die auf der anderen Seite war. Weil hier ist ja jetzt nichts, was er machen könnte. Na gut, dann gehen wir wohl wieder runter. Ohne Verstärkung sollten wir hier nicht lange bleiben. Da hinten ist noch wer. Wieso ist denn der da? Da ist noch irgend so ein Mistvieh, aber dann bringen wir den mal gerade um. Mach dich bereit! Ach, der trifft doch nicht mal. Weg. Und die haben nicht so eine hohe Reichweite, wie es aussieht. Ich weiß nicht, wie viel von meinen Schüssen da trifft. Das
sieht so aus, als ob alles daneben gehen würde. Er hat vielleicht getroffen. Gucken wir mal vom näheren Rang. Patron, okay. Ich warte hier wieder. Mhm. Und ich steck wieder fest. Speichern. Laden. Elex. Ich warte hier wieder. Chitinpanzer, Schlauch. Mhm. So, dann machen wir die hinten auch noch kaputt bei dieser Blockade. Eisschnabel. Achtung! Autsch. So, jetzt aber. Und da haben wir dann auch wieder ein paar Gegner. Deren Elex holen wir uns auch noch. Ich komme. 61 Pfeile nur noch. Na, warte. Der ist ein bisschen fies. Aber haben wir alle. Mhm. Reines Elex. Riecht nach Tod. So. Haben wir das Huhn noch tot? Lass mich nur machen! Was haben wir da? Ich greife an!
So, und hier müsste unser Ziel irgendwo entlang wandern. Das hier sieht aber auch interessant aus. In die falsche Richtung. Dann gehen wir mal dahin. Da hinten scheint was zu sein. Oh, und wieder. Ach, Kampfmaschinen. Elegant war anders, aber... Dafür kriegen wir sicherlich wieder... Ne, nur Elixid. Ich greife an! Autsch! Zehn Pfeile übrig. Was? Ja. Da haben wir noch einen und da sind dann auch die letzten 10 Pfeile weg. Mach dich bereit! Das hat ja hervorragend funktioniert mit Nahkampfwaffen. Kleiner roter Stein, schön. Vielleicht haben wir hier auch noch mal einen Porter. Gewagtes Unternehmen, hier herumzulaufen. Sieht eher schlecht aus. Da ist auch überhaupt nichts mit Portmöglichkeiten. Ich warte hier lieber. Dann sollte ich vielleicht doch da hinten erstmal den Weg entlang laufen.
Andererseits, ich sollte mir auf jeden Fall erstmal Pfeile holen und dann nochmal da hochgehen. Weil so kann das auf jeden Fall nicht viel werden. Da müsste man immer wieder rumeiern. So, gucke ich erstmal, dass ich den Flammenwerfer ausgebaut bekomme. Flammenwerfer Typ B. Genau. Der brauchte 5 reines Elex. Ja, bam. Typ B1. Wupp. Okay. Dann markiere ich mir den mal gerade und schreibe mir dann noch auf, wie B2 aussehen würde. Na doch, richtig. Flammenwerfer Typ B1 und B2 wäre auch nicht so weit weg. Würde 81 Schaden machen. 56 Geschicklichkeit benötigen und ja, 56, das ist nicht viel. Mhm. Und wie sieht's aus mit unserem, den Ignis Artifacts bin ich ja gar nicht mehr am benutzen. Wenn ich da auf Einhandwaffe bleiben will, bleiben mir ja auch gar nicht so viele Optionen. Ich habe ja nur das Regentenschwert im Endeffekt. Da würde mir aber auch nicht mehr viel fehlen. 55 Stärke, dass ich das hier verbessert benutzen kann. Dann macht das schon Sinn, Stärke jetzt zu steigern. Bei der Armbrust brauchen wir auch noch 5 Stärke. Kriegsbogen sind 6 Stärke. Achso, Geschicklichkeit bin ich jetzt auf 78 hoch. Jo, und Stärke auf 50. Ju. Macht auf jeden Fall Sinn, das dann weiter auszubauen. Jetzt gucke ich mal gerade. Energieregentenschwert. Ja, oben noch 5 Stärke. Na, okay. Eine Stufe. Und da fehlt ja jetzt auch nicht mehr viel für. Dadurch, dass ich jetzt doch so hochkarätige Gegner auch verhältnismäßig schnell tot bekomme. Und die auch entsprechend viel Erfahrung da lassen, geht das jetzt ganz schnell. Also wenn ich den einen, wenn ich das Questziel noch getötet bekomme, dann sollte auch der Stufenanstieg da sein. Zeig mir. Dann müssen wir erstmal wieder Pfeile kaufen. Wie kannst du das sagen? Da geht dir der Arsch auf Grundeis. Und runterspringen. Wobei, wir können noch mal gucken, ob wir mit diesem Mana-Hoshi noch mal reden. Mit dem habe ich, glaube ich, ein oder zweimal gesprochen. Vielleicht hat er noch mal was Neues zu sagen.
Ich will. All zwei. Fupp. Immer dieser Technikkram. Genau, dann gehen wir hier noch hin. Zeig mir. Natürlich. Gut. Dann werde ich hier auch erstmal einen Schnitt machen und dann werden wir beim nächsten Mal diese Schlaufe hier erkunden und dann diesen Bartox, der kommt auf jeden Fall da rausgelaufen, den auch noch platt machen. Vielleicht kommt er nicht da rausgelaufen, das ist nur ungenau. Vielleicht auch noch die Typen hier alle umpusten. Gucken wir dann beim nächsten Mal. Bis denne!